Ja, ich bin froh, dass man ab und zu wieder hört, was man alles macht. Aber ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mein Alter nicht verraten haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben mich eingeladen, um aus Sicht der nordrhein-westfälischen Wirtschaft über die Chancen und Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit zu sprechen. Zu Beginn aber einige grundsätzliche Bemerkungen zur aktuellen Flüchtlingsdebatte in unserem Land. Ich habe meine ersten Erfahrungen gemacht mit Flüchtlingen im Jahre 1945. Ich bin schon zur Schule gegangen und habe erlebt, was in dieser Zeit sich alles abgespielt hat und wie schwierig das war, obwohl die Sprache kein Problem war. Aber es war ein Problem, war zum Beispiel nicht die Muslimen. Ich habe in Bayern gelebt in der Zeit, da kamen lauter Protestanten. Und die waren früher in Bayern so selten wie Albinos. Und das fand ich auch ein Problem, die zu integrieren. Ich habe später, in den 60er Jahren, war ich Entwicklungshelfer in Nepal. Und Sie wissen ja, oder viele von Ihnen wissen, dass der Dalai Lama geflohen ist, Anfang der 60er Jahre nach Indien. Und ihm 30, 40, 50.000 Tibeter gefolgt sind, die zum großen Teil in Nepal hängen geblieben sind. Und da musste ein Land, das ein Pro-Kopf-Einkommen hatte von 500 Dollar pro Jahr, sich um 20.000, 30.000 Flüchtlinge kümmern. Ich habe beobachtet, wie sie das gemacht haben. Ich habe gelernt, was man nicht machen sollte. Aber auch die haben angefangen als erstes mit der Sprache, als zweites mit der Ausbildung. Natürlich hatten sie es in einem Ding einfacher. Es gab keine Vorschriften, es gab keine Richtlinien. Man konnte einfach machen, was man praktisch fand. Und das war bei der Sprache. Da hat man eben nicht nur geguckt, ob jemand nur eine Hochschulausbildung hat oder sonstige Ausbildung, damit er Nepalesisch Unterricht erteilte. Wer eben sprechen konnte, hat Unterricht gegeben, wer zur Verfügung stand. Und es standen viele zur Verfügung. Und ich glaube, man lernt daraus sehr vieles. Wir Deutsche haben uns damals wenig beteiligt. Wir waren 15 Entwicklungshelfer, wir haben ein bisschen kleine Dinge beitragen können. Das Einzige, was wir gemacht haben, das tun wir häufig, wir haben dann in den 70er Jahren vielleicht in Deutschland 50.000 Tibeterteppiche gekauft. Aber das war unser Beitrag. Aber ich habe damals schon die Flüchtlingshilfe kennengelernt, ich habe UNESCO kennengelernt, ich habe die UNO kennengelernt und die Schweiz. Das waren die vier Organisationen, die die Flüchtlingshilfe für 50.000 Tibeter organisiert gemacht haben und die ohne Probleme integriert worden sind. Übrigens leben heute noch einige Hunderttausend in Indien, die dort auch relativ reibungslos integriert worden sind. Mit der Bewältigung der Flüchtlingsströme stehen wir vor der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Ich habe daher viel Verständnis für so manche Ängste und Sorgen der Bevölkerung. Als Bürger dieses Landes, aber auch als Unternehmer sage ich ganz klar, ich bin gegen starre Obergrenzen bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen. Wer Krieg, Vertreibung oder aus politischer Folge aus seiner Heimat flieht, verdient unseren Schutz. Die Gewährung von Asyl ist und bleibt ein Grundrecht. Und daher ist es für mich selbstverständlich, jeder Form von Hass, Beleidigung oder Gewalt gegen Asylsuchende entschieden entgegenzutreten. Deutschland ist ein starkes und reiches Land. Ich stelle aber auch ganz deutlich fest, unsere Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt. Und wer nicht als Asylbewerber anerkannt wird, der muss auch unser Land wieder verlassen. Das ist nötig, um Menschen, die wirklich vor Krieg und Terror flüchten, dauerhaften Schutz bieten zu können. Die vielen Menschen, die aber langfristig in Deutschland bleiben werden, müssen wir so schnell und so gut wie möglich in unsere Gesellschaft integrieren. Und natürlich ist hierbei der frühzeitige Sprung in Ausbildung und Beschäftigung ein ganz zentraler Baustein. Grundsätzlich gilt, Flüchtlinge haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt gute Chancen und Möglichkeiten. Als Unternehmer füge ich hinzu, unsere Werkstüren stehen offen, sei es für Einstiegsqualifizierungen, Praktika, Berufsausbildungen und reguläre Beschäftigung. Und ich sage auch, nicht unmittelbar, aber langfristig gesehen
werden Flüchtlinge auch dazu beitragen können, den Mangel an Fachkräften zu lindern. Die Integration von Flüchtlingen ist zwar kein Ersatz, aber sehr wohl eine Ergänzung zu einer gesteuerten und arbeitsmarktorientierten Zuwanderung von Fachkräften. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch deshalb, weil deutlich mehr als 70% der Flüchtlinge einen niedrigen Bildungsstand aufweisen. Viele von ihnen verfügen weder über formale Qualifikation, noch verstehen sie unsere Sprache oder können unsere Schriftzeichen erkennen. Als erstes heißt das also Sprache lernen. Aber es heißt auch für uns, Flüchtlinge zu verstehen. Und ich komme nochmal zurück auf mein Beispiel, als die Tibeter kamen. Ich konnte nicht perfekt Nepalesisch, ich musste es erst nochmal lernen. Ich konnte mich nicht mit denen unterhalten, ich konnte nicht kommunizieren. Aber ich habe versucht, ich habe die Sprache gelernt und der Erfolg war weitaus größer als vorher. Das heißt also, auch wir müssen was tun und nicht nur den Flüchtlingen sagen, ihr müsst nur Deutsch lernen. Das geht auf beide Seiten. Menschen zu verstehen, Mentalitäten zu verstehen, heißt, dass man sich auch mit diesen Mentalitäten auseinandersetzen muss. Ich habe vielleicht 9 Monate Ausbildung vorher in Deutschland gemacht und habe das erste halbe Jahr jeden Tag einen Fehler gemacht. Auch das muss man verstehen lernen, dann kann man auch die Konflikte, die den Flüchtlingen stehen, besser gesellschaftlich einordnen. Hier geschieht zwar schon einiges. In nahezu allen Städten und Gemeinden des Landes hören wir aber, dass das Angebot bei weitem nicht ausreicht. Bund und Länder müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Angebote weiter massiv ausgebaut werden. Und ebenso gilt, und das sage ich auch ganz deutlich, Flüchtlinge müssen diese Angebote dann auch verbindlich annehmen. Außerdem müssen Flüchtlingskinder schnell in unsere Schulen. Das ist gelebte Integration. Auch hier müssen wir noch mehr tun, etwa an den Berufskollegs mit zusätzlichen internationalen Förderklassen. Noch mehr Flüchtlinge sind nicht mehr im schulpflichtigen Alter. Sie müssen jetzt gezielt auf Ausbildung und Beschäftigung vorbereitet werden und gleichzeitig wie alle anderen unsere Sprache lernen. Das Förderzentrum für Flüchtlinge ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber 500 Plätze zum Schuljahresbeginn 2016 können dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Dafür sind es zu viele. Meine Damen und Herren, das sind gewaltige Herausforderungen, für die das Land mehr Lehrer einstellen muss. Der angekündigte Stellenausbau ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich aber wird das noch nicht reichen. In jedem Fall kosten mehr Lehrer auch mehr Geld. Angesichts begrenzter finanzieller Mittel wird es daher zunehmend erforderlich sein, noch stärker Prioritäten zu setzen. Nicht alles, was schön und wünschenswert ist, wird in Zukunft möglich sein. Ganz wichtig ist für viele Flüchtlinge die Berufsorientierung. Viele junge Menschen haben keine Vorstellung von unseren Berufsbildern, von Ausbildungswegen und von den damit verbundenen Perspektiven. Das müssen wir ihnen erklären. Geeignete Instrumente haben wir bereits. Sie müssen jetzt auch auf die Flüchtlinge angewandt werden. So etwa die Standardelemente von kein Abschluss ohne Anschluss in den allgemeinbildenden Schulen, die auch geflüchteten Menschen offen stehen müssen. In den internationalen Förderklassen der Berufsschulen könnten ähnliche Elemente eingeführt werden. Ein richtiges Pfund ist die duale Berufsausbildung, das deutsche Erfolgsmodell schlechthin. Warum also machen wir die duale Ausbildung bei jungen Flüchtlingen nicht bekannter und nehmen sie in die Curricula der Integrationskurse auf? Wir müssen auch damit beginnen, Einstiegsbarrieren abzubauen. Bisher darf ein Bewerber, der das 21. Lebensjahr überschritten hat, keine qualifizierte Berufsausbildung mehr beginnen. Bei der Integration von Flüchtlingen hilft uns das nicht weiter, denn jeder Zweite ist älter. Deshalb sollten wir dringend über die Abschaffung dieser Altersgrenzen nachdenken. Ich weiß nicht, wann diese Altersgrenzen eingeführt worden sind,
Aber nach 1945 hatten wir sehr viele Menschen, die mit 30 und 40 Jahren eine Berufsausbildung angefangen haben. Das war auch möglich. Warum soll das heute nicht möglich sein? Warum müssen wir uns an starre Regeln halten? Ich denke, hier kann die Politik manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen agiler und etwas fleißiger arbeiten. Ein weiteres Beispiel: Warum öffnen wir nicht das gesamte Förderinstrumentarium der Berufsausbildung frühzeitig für Flüchtlinge und nicht erst ab 15 Monaten? Meine Damen und Herren, wir Unternehmer haben früh unsere Bereitschaft signalisiert, einen wichtigen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen zu leisten. Und es passiert etwas. In der letzten Woche ist beispielsweise die Integrationsinitiative Deutschen Wirtschaft Wir zusammen vorgestellt worden mit einer Vielzahl von Projekten. Das ist vorbildlich. Aber wir müssen jetzt alles dafür tun, dass unternehmerische Initiativen wie diese nicht durch mangelnde Organisation und Kooperation von Behörden gehemmt werden. Unternehmerkollegen höre ich zum Beispiel, dass sie ihre Angebote und Arbeitsplätze nicht besetzen können, weil ihnen entsprechende Kandidaten fehlen. Das muss sich ändern. Mit den Integration Points hat die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in kurzer Zeit eine flächendeckende Vernetzung und Kooperationsstruktur in Nordrhein-Westfalen aufgebaut. Diese Struktur müssen wir jetzt effizient nutzen. Was ist jetzt zu tun? Wenn ein junger Flüchtling zu uns kommt, müssen wir als erstes feststellen, was er kann. Dann müssen wir ihm helfen, unsere Sprache zu erlernen und danach so zu qualifizieren, dass er auch einen Beruf lernen kann. Und genauso gehen wir bei einem Projekt in meiner Heimat vor. Hier hat der Märkische Arbeitgeberverband in Kooperation mit der Agentur für Arbeit, der Ausbildungsgesellschaft Mitte Lenne, den Euroschulen in Iserlohn und vielen Praktikumsbetrieben ein mehrmonatiges Programm zur beruflichen Qualifizierung von Flüchtlingen mit ergänzender Sprachförderung auf die Beine gestellt. Ich begleite das Programm selbst und ich kann nur feststellen, diese Integrationsmaßnahmen haben geholfen, die haben genützt, wir sind sehr schnell vorangekommen. Innerhalb von 6 Wochen stand das Projekt und wir werden das Projekt auch doppeln in anderen Regionen, wo wir Ausbildungsstätten unterhalten. Ich wünsche mir mehr dieser Kooperation in NRW. Eigentlich ist es ganz einfach. Setzen wir doch alle regionalen Akteure an einen Tisch und lassen wir sie Projekte wie diese entwickeln. Je mehr Politik hier unterstützt, desto besser gelingt die Integration. Ebenso klar sage ich aber auch, in das Thema Praktika muss endlich mehr Bewegung kommen. Hier geht es mir weder um Lohndumping noch Lohndrückerei. Unbestritten ist doch, dass Flüchtlinge, die als Praktikanten in unsere Betriebe kommen, nicht binnen 3 Monaten unsere Sprache, unsere Werte und unsere betrieblichen Abläufe verstanden haben können. Deshalb bin ich dafür, diese Frist mindestens zu verdoppeln. Und wenn Sie danach ebenso produktiv arbeiten wie deutschen Kollegen, ist eine gleiche Entlohnung selbstverständlich. Dazu stehe ich. Hemmnisse erleben wir auch in der Zeitarbeit. Dabei ist es längst bewiesen, dass Zeitarbeit ein guter Weg ist, um erste Erfahrungen mit betrieblichen Strukturen zu machen und praktische Fertigkeiten zu erlernen. Dieser Weg ist Asylbewerbern jedoch verschlossen, die erst nach 15 Monaten beschäftigt werden dürfen. Und wenn die Politik es wirklich ernst meint, mit einer schnellen Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, dann muss sie dieses Beschäftigungsverbot abschaffen. Ein anderer Punkt. Nach tausenden Kilometern Flucht müssen Menschen auch erst lernen, wieder sesshaft zu werden. Dabei müssen wir ihnen helfen und darauf achten, Flüchtlinge fair innerhalb Deutschlands zu verteilen. Wir brauchen keine Ghettos in Großstädten, sondern wir müssen sicherstellen, dass Asylsuchende und Geduldete gerade in ländlichen Regionen bleiben, denn vor allem hier
sind Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu finden, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Mir ist es wichtig, dass Sie wissen, dass die Unternehmen in NRW an der Seite der Politik stehen, wenn es darum geht, Flüchtlinge in unser Land zu integrieren. Wir wissen um unsere Verantwortung und nehmen sie auch wahr. Dies klingt umso besser, wenn wir merken, dass die Politik uns dabei unterstützt. Durch den Abbau von Bürokratie, durch effizientes Handeln in den Behörden. Von allem aber brauchen wir das Signal, dass sich die Landespolitik jetzt auf das Wesentliche konzentriert. Denn eines ist auch klar. Wir werden die Integration hunderttausender Flüchtlinge in NRW nur mit einer starken Wirtschaft bewältigen. Deshalb appelliere ich an Sie, alles zu unterlassen, was Investitionen in Arbeitsplätze am Standort NRW hemmt. Denn diese Investitionen brauchen wir in Nordrhein-Westfalen, wenn wir die Herausforderungen gemeinsam erfolgreich meistern wollen. Vielen Dank.